Grüße Sie bei Rettet Zylinderkopftechnik. Vor uns liegt das fertige Ergebnis für einen BMW E36. Der Kunde, unser Luke Medis, in der Szene als solcher bekannt, der hat uns beauftragt, seinen Zylinderkopf für sein Drexler-Projekt entsprechend zu modifizieren und anzupassen. Also er fährt einen großen BorgWarner-Lader mit angepassten Abgaskrümmer, vielen Modifikationen am Motor und am Fahrzeug, um bei den Wettbewerben entsprechend konkurrenzfähig unterwegs zu sein. Also die Zielleistung bei den Autos oder bei seinem Auto wird am Ende in der ersten Ausbaustufe so bei 600 bis 700 PS liegen. Das ist auch die Planung. Wir haben den Motor als solches schon gesehen und das, was wir bis jetzt gesehen haben, sieht gar nicht schlecht aus, dass er seine Ziele auch entsprechend erreichen kann. Vor uns liegt eigentlich schon das fertige Ergebnis und wir haben jetzt auch mal die Aufgabe kriegt, den Zylinderkopf nochmal nachzuplanen. Wir sehen hier 0,06 ist unser Planabtrag. Das Ziel ist ja hier, die Verdichtung relativ niedrig zu halten oder andersrum nicht deutlich zu erhöhen. Im Gegenteil, er muss sich darüber Gedanken machen, die Kolben entsprechend so zu reduzieren, dass die Verdichtung vielleicht sogar noch runtergenommen wird. Aber das ist im Zuge seines Projektes alles in Arbeit. Wir haben den deshalb auch geplant, weil im Vorfeld beim Planarbeiten durch den Vorgänger oder durch die Firma, die da dran war, auch Fehler beim Plan gemacht worden sind. Da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber man kann die Muster eigentlich ganz gut auf den Bildern und ich glaube auch im Video später sehen. Ansonsten Auslassventile Inconel, Einlassventile Supertech. Dementsprechend wurden dann auch die Sitze angepasst. Das heißt, wir haben hierfür bei den Einlassventilen für optimalen Flow gesorgt, haben also die Sitze in ihrer Geometrie komplett geändert, so dass wir also einen größeren Querschnitt am Ventil selber haben, damit auch mehr Durchsatz erzeugen können. Die Ventilsitzbreite haben wir ein kleines bisschen reduziert. Das hat auch den Vorteil bei den hohen Drehzahlen, die mitunter erreicht werden, dass er trotzdem eine optimale Abdichtung erzielt, wenn die Dichtfläche, sage ich mal, pro Quadratmillimeter zur Federkraft abnimmt. Die Auslasssitze haben wir entsprechend breiter gelassen, damit bei dem Turbomotor, der sicherlich aufgrund des höheren Kraftstoffanteils, den er verbrauchen wird, weil nur damit kriegt er auch letztendlich mehr Leistung, dass er da die Wärme abführen kann. Die Wärme wird steigen und die Ventile werden sicherlich höher belastet und deswegen haben wir hier auch einen breiteren Ventilsitz, damit das Auslassventil seine Wärme in dem Moment, wo es abdichtet, auch an den Sitz übertragen kann. Der Rest der Wärme geht an die Ventilführung. Wenn hier wenig Wärme abgegeben kann, wird die Ventilführung umso mehr belastet, bis hin, dass Reibschäden entstehen, weil Ölfilme abreißen, will man alles nicht haben. Die Auslassführungen selber sind im herkömmlichen Sinne, sag ich mal, an der oberen Toleranzgrenze oder zulässigen Verschleißgrenze. Das haben wir in dem Fall aber tatsächlich so gelassen, weil auch hier Wärme eine Rolle spielt und der Kopf wesentlich mehr Wärme aufnehmen wird. Und da tut es ihm gut, dass die Ausdehnungskoeffizienten, die im Ventil und Materialien herrschen, nicht an die Grenzen geführt werden, weil das würde bedeuten, dass das Führungsspiel immer enger wird und am Ende vielleicht auch eben Reibschäden entstehen. Also haben wir da ein bisschen Luft gelassen, natürlich alles im vertretbaren Rahmen. Wir haben keine Schlackerpassung, also bitte nicht falsch verstehen an der Stelle. Ja, Kopf ist natürlich auch gewaschen, gereinigt. Von der Seite her ist er so, wie er jetzt ist, wieder aufbaufähig, so dass der Kunde hergehen kann und ja, der Motor wieder oder den Zylinderkopf wieder spannen kann und dann entsprechend aufbauen kann. Und dann sollte er eigentlich genüsslich und gut seinen Dienst verrichten können. Ja, das war es an der Stelle erstmal als Einleitung. Begleiten Sie uns doch einfach dabei, wenn wir den Kopf jetzt entsprechend modifizieren, die Sitze bearbeiten. Und wenn Sie Fragen grundsätzlich zu den Themen haben, Sie werden es am Schluss auch hören, melden Sie sich einfach bei uns. Wir können sicherlich helfen. Viel Spaß beim Video. Bis dann. Eingebaut werden ein paar Sportventile. Sehr guter Qualität, Nimotec und Edelstahl, der und nitrierte Ventile. Die Sitzkonturen werden dementsprechend geändert für sportlich, ja, also eine sportliche Auslegung, was die Sitzbreite angeht, was aber hier auch beim Turbomotor, was die Wärmeabfuhr angeht, das muss man auch mit in Betracht ziehen. Kopf ist so weitestgehend komplett gereinigt. Ventilführungen sind in Ordnung, kann man alles so lassen und der Kunde hat sich schon etwas Mühe gegeben und die Brennräume gut gereinigt, die Kanäle gereinigt. Große Kanalbearbeitung müssen wir hier dran nicht machen. Da es ein Turbo-Umbau ist, der zieht sich seine Luft von woanders her. Dafür gibt es dann
den Turbo, der das Ganze erledigt. Wir haben jetzt einmal einen Sitz gefräst, unser Messer eingestellt. Hier sieht man es auch wunderbar. Hier auf der rechten Seite sehen wir noch den originalen Sitz und auf der linken Seite sehen wir den Sitz, den wir jetzt gefräst haben, in sportlicher Kontur. Wir haben halt eine längere Innentulpe, ja, dass der Luftverlauf anders geführt ist aufs Ventil, auf den Sitz. Und das Blaue, was man sieht, ist unsere Tuschierplaste, die wir ans Ventil getan haben, und dann, um einen Abdruck zu nehmen, wie der Sitz am Ventil jetzt ist. So, und hier sehen wir jetzt einmal schön, wie original war. Man sieht, der Sitz ist sehr weit außen oder nach innen gelegt, zum Ventil nach innen, und sehr breit. So, und hier sehen wir jetzt schön unseren Sitz am Ventil selber. So, im Einlassbereich haben wir jetzt alles fetch bearbeitet. Alle Sitze sind gefräst. Als nächstes folgt nun die Dichtheitsprobe. Also, um zu schauen, ob unser gefräster Sitz mit dem neuen Ventil auch schön dicht ist. Und um zu schauen, ob wir noch nacharbeiten müssen, ob alles passt. Zwei Ventile sind jetzt drin und das geschulte Ohr hört schon am Klang des Ventils, ob das Ventil auch dicht ist, und das hört sich schon verdammt gut an. Perfekt, besser geht's nicht. So, weiter geht's auf der Auslassseite. Hier haben wir jetzt genau dasselbe Spiel wie eben beim Einlass, nur was wir hier beachten müssen, dass er jetzt ein Turbo-Umbau wird. Wollen wir auch, dass die Wärme dementsprechend abgeführt wird, und wir machen den Ventilsitz halt nicht so schmal wie auf der Einlassseite, sondern etwas breiter, dass wir eine wirklich gute Wärmeabfuhr über das Ventil und über den Sitz haben, ja, dass uns das Ventil nicht verbrennt oder durchgeblasen wird. So, unser Messer ist eingestellt, ein Sitz ist zur Probe gefräst, um zu schauen, wie das Messer jetzt steht. Ja, hier sieht man einmal, wie der Sitz bearbeitet wurde. Das ist vorher auf der linken Seite, und rechts haben wir die fertig bearbeitete Seite. Und hier oben bei den Ventilen kann man das Gleiche sehen. So hat das Ventil vorgesessen und so sitzt es jetzt. Die Sitzbreite ist gleich geblieben, aber der Sitz ist ganz nach außen gewandert, um eine schöne Abdichtung des Ventils oben am Teller zu geben, um da eine sehr gute Wärmeabfuhr zu geben. Jetzt werden wir alle durcharbeiten, alle Sitze fräsen, und warten wir aufs Ergebnis ab. Alle Auslasssitze sind bearbeitet. Jetzt gehen wir auch wieder über zur Dichtheitsprobe. Und hier gilt wieder das Gleiche. Das Ventil, wenn es sich schon gut anhört. So, auch hier gilt wieder, die Ventile sollten dicht sein. Und ein perfektes Ergebnis wieder. So, prüfen wir jetzt alle durch, und wenn das fertig ist, dann geht der Kopf auf die Planmaschine. Wir haben jetzt einmal mit der Uhr abgefahren, der Kopf ist ja schon einmal geplant worden, wie man so sehen kann. Und man konnte dann auch wunderbar sehen, dass der Kopf, ja, sag mal, schief geplant ist. Einmal von der Oberfläche recht rau, und dann ist er noch in der gesamten Länge und zu den Seiten hin ist er verzogen. So, wir fahren jetzt mal an und dann planen wir das gute Stück mal runter, dass wir auf eine schöne Fläche kommen und halt versuchen, so wenig wie möglich runter zu planen. So, nachdem wir jetzt hier schon 5 Fassel runtergeplant haben, sieht man immer noch die Spur der Verwüstung, die das vorherige Planen mit sich gebracht hat. Man sieht hier überall noch diese Flecken, auch zwischen den Stegen. Ja. Und das sorgt alles nachher dafür, dass die Fingerkopfdichtung nicht ihren Dienst tun kann und abdichten kann. Ja. Jetzt hier unser fertiges Ergebnis. Im Gesamten haben wir jetzt 6 Hundertstel runtergeplant. Ich denke mal, es kann sich sehen lassen, wie die Oberfläche jetzt aussieht, im Gegensatz zu vorher, wo wir, ja, sozusagen eine Kraterlandschaft hatten.
Und wenn man bedenkt, dass der Motor nachher aufgeladen ist und eine Leistung von rund 600 bis 700 PS haben soll, ist es schon gut, wenn die Dichtflächen auch dementsprechend aufgearbeitet sind, um da eine hundertprozentige Dichtfläche zu erzeugen, die auch nachher mit der Kopfdichtung wunderbar zusammenpasst. So, der BMW-Kopf wird jetzt montiert. Aufgesteckt sind jetzt schon die neuen Ventilschaftdichtungen in einer Spezialausführung oder Viton, ja, in Silikon, das extrem temperaturbeständig ist und auch bei einem Turbomotor schon seinen Dienst tun wird, um auch eine richtige Abdichtung am Ventilschaft und zur Führung hin zum Rennraum hin zu gewährleisten. Aber auch noch so viel, dass er genug Öl bekommt, dass sein Ventil in der Führung geschmiert wird. Wir tun jetzt mal alle Ventile einstecken, die Federn drauf, ja, und dann haben wir das gute Köpfchen eigentlich soweit fertig. So, das war es wieder von Red Hat Zylinderkopftechnik. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen und Sie sind auch mit dem Ergebnis von unserem BMW Sportzylinderkopf zufrieden. Ansonsten werfen Sie einen Blick auf unsere Homepage, schauen da einfach mal rein, ob Sie da was Interessantes für Sie finden. Sie können auch jederzeit gerne anrufen oder einen Termin mit uns vereinbaren und mit Ihrem Projekt vorbeikommen. Da können wir auch in dieser Sache dann sicherlich eine Lösung finden, die für Sie interessant ist. Ja, und da bleibt an der Stelle auch nicht mehr viel anderes zu sagen, wie Gruß in die Welt, machen Sie es gut. Bis dahin, ciao.